In den letzten Wochen habe ich hier auf dem Aktienkanal viele verschiedene Blue Chips vorgestellt. Interessante große Unternehmen, die fast alle kennen. Heute geht es in Richtung Penny Stocks, in Richtung echte Hot Stocks, die in den letzten Wochen und Tagen extrem gestiegen sind für spekulative Anleger, die kaum einer kennt. Und die stelle ich euch heute vor. Lasst euch überraschen. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, heute wollen wir richtig spekulativ. Es gibt teilweise fulminante Kurssteigerungen bei Aktien, die auf sehr niedrigen Kursniveaus notieren. Und wie nachhaltig diese Kurssteigerungen sind, beziehungsweise ob sich vielleicht sogar noch ein Kauf lohnt, darum geht es jetzt in diesem Video. Vorab ein kleiner Hinweis, weitere Hotstocks stelle ich auch immer wieder samstags in meinem Aktienreport vor. Gestern gab es zum Beispiel eine sehr tiefgehende Analyse zum neuen deutschen Biotech-Highflyer BioNTech. Die könnt ihr euch kostenlos im Archiv abrufen. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de-Button und folgt den Anweisungen dort. So, steigen wir gleich ein mit dem ersten Wert. Ein alter bekannter Steinhoff International, der Liebling der deutschen Penny Stock Zocker. Keine Aktie hat mehr Beiträge auf bestimmten Diskussionsforen. Keine Aktie wird heißer diskutiert, immer noch. Und das schon über 2 Jahre nach dem Desaster mit dem Kursabsturz. Ich bin auf die Historie früher eingegangen in früheren Videos. Die verlinke ich euch unten nochmal in der Beschreibung unter dem Video. Da könnt ihr nachhören, nachschauen, was da passiert ist in der Vergangenheit. Die Aktie ist ja vom ehemaligen MDAX-Wert zum Penny-Stock verkommen. Es gab Bilanzmanipulationen, Festnahmen und so weiter. Worum es heute geht, sind die jüngsten Kurssteigerungen. Und der Grund dafür waren sehr positive Zahlen bei immer der wahrscheinlich noch wichtigsten Beteiligung ist der Pepco Group, die im ersten Quartal des laufenden Fiskaljahrs ziemlich stark gewachsen ist. Pepco ist ein Discount-Einzelhändler, die haben ein buntes Sortiment, glaube über 2800 Geschäfte in 14 europäischen Ländern, haben monatlich 47 Millionen Kunden, also ein großes Unternehmen. Und für diese Pepco soll Steinhoff angeblich ein Übernahmeangebot von 4,5 Milliarden Euro erhalten haben jetzt, von verschiedenen Private Equity Firmen, darunter auch von Hellman & Friedman, die Autoscout24 ja vor kurzem gekauft haben. Scout24 ja ein erfolgreicher Depotwert bei den Gewinneraktien. Prinzipiell natürlich positiv, aber schlecht ist halt dabei aus Sicht von Steinhoff, dass Steinhoff verkaufen muss, sagt auch der Pepco CEO selber. Warum, komme ich gleich dazu. 4,5 Milliarden, das entspräche immerhin der halben Nettoverschuldung von Steinhoff, klingt also top, aber die 4,5 Milliarden beziehen sich leider auf den Enterprise Value. Das heißt, die Schulden müssen hier noch abgezogen werden, es kommen einiges an Transaktionskosten hinzu. Natürlich ist noch unsicher, ob die Transaktion überhaupt zustande kommt und wenn ja, ob die Finanzinvestoren wirklich bereit sind, so viel zu bezahlen für die Pepco. Und Steinhoff muss den Gläubigern halt wegen dieses nach wie vor enormen Schuldenbergs extrem hohe Zinsen zahlen. Und bisher reichen die Einnahmen kaum, um überhaupt die Zinszahlungen leisten zu können, von den Tilgungen ganz zu schweigen. Das heißt, Steinhoff ist gezwungen, sein ganzes Tafel Silber zu verkaufen. Man hat sich bereits von den Möbelketten Poco und Blue Group getrennt. Auch Mattress-Firmen, den amerikanischen Matratzenhändler, hat man verkauft. Und noch ein paar weitere von der asiatisch-australischen Handelskette Greenlit heißen die, hat man sich getrennt. Und auch den Autohändler Unitrans Motors. Und letztendlich ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, der hier passiert. Und am Ende wird das, was noch an Werthaltigem übrig ist, an die Fremdkapitalgeber gehen. Das ist nach wie vor meine These und eben nicht an die Aktionäre. Daher meine persönliche Meinung zu Steinhoff unverändert: verkaufen. So, kommen wir zum zweiten Wert. Und zwar tauchen wir jetzt tief in die Rohstoff-Explorer-Kiste ein. Und zwar heißt diese Aktie The Gray Mining, also DE Gray Mining geschrieben, der Gold Explorer. Habe ich schon länger beobachtet, auch da kommen immer wieder Ad-Hoc-Meldungen hier auch über die deutschen Nachrichtenkanäle. Und die Aktie ist in den letzten Tagen einer der absoluten Highflyer in der australischen Heimatbörse gewesen. Er ist um über 300% nach oben geschossen. Und der Grund waren verschiedene aktuelle Bohrergebnisse für die neu entdeckte Hemi-Lagerstätte. Und zwar wurden da sehr hohe Goldgehalte mit großer Kontinuität in mächtigen Abschnitten nachgewiesen. Wie es heißt, also nochmal, hoher Goldgehalt ist klar, wichtig natürlich bei
bei Gold Explorern. Aber große Kontinuität bedeutet also nicht nur einzelne Ausreißer mit hohen Gehalten, sondern wirklich über längere Strecken und auch mächtige Abschnitte, das heißt auch in die Tiefe gehend. Und das Ganze verleiht Fantasie, dass das Unternehmen mit Hemi quasi auf die eine große Tagebaulagerstätte gestoßen sein könnte, mit der man allein eine kostengünstige Goldproduktion aufnehmen könnte, theoretisch. Und die wird dann von den zahlreichen anderen Lagerstätten, die da noch vorhanden sind, auf diesem Pilbara-Projekt mit zusätzlichem Material gefüttert werden können. Aber ob es wirklich jemals so weit kommt, dass überhaupt eine Mine entsteht, ist sehr fraglich. Das sind vorher noch sehr, sehr viele Schritte zu absolvieren. Diese Hemi-Lagerstätte haben sie überhaupt erst im Dezember entdeckt. Das heißt, es wird da quasi auf der grünen Wiese gebohrt. Und es gibt noch keine konkrete Ressourcenschätzung. Die Bohrungen sind noch in vollem Gange. Danach müssen dann Machbarkeitsstudien folgen. Und dann könnte erst irgendwann mit dem tatsächlichen Bau der Mine begonnen werden, bevor dann, wenn dieser abgeschlossen ist, tatsächlich produziert werden könnte. Und das kostet bis dahin alles noch extrem viel Geld. Es werden weitere Finanzierungen folgen müssen. Die Zahl der Aktien wird weiter steigen, massiv. Das heißt, alle Aktionäre werden verwässert. Die Frage ist immer, zu welchem Kurs gelingen die Kapitalerhöhungen? Insofern eine hochspekulative Geschichte. Was sagen die Analysten? Es gibt eigentlich nur eine aktuelle Analysteneinschätzung von Red Cloud und die stammt noch vom 7. März 2019. Das ist also auch schon fast ein Jahr alt. Und die haben damals ein Kursziel von 0,30 australische Dollar gesehen, ausgehend von einem damaligen Kurs von 0,10. Allerdings hat sich die Aktie das nächste Mal halbiert, dann im letzten Jahr auf 0,05 australische Dollar, ist jetzt auf 0,21 gestiegen. Wie gesagt, diese 300%, diese Vervierfachung. Aber da müsst ihr halt wissen, Analysten neigen grundsätzlich zu chronischem Optimismus und besonders die im Rohstoffsektor. Und dieses Kursziel von 0,30 basiert auf der Annahme, dass De Quay bereits in 2022, also in 2 Jahren, Umsätze von über 130 Millionen australische Dollar erzielen wird und dabei knapp 30 Millionen australische Dollar verdienen wird. Das ist fast schon grotesk optimistisch. Ich bezweifle, dass überhaupt Gold produziert werden kann bis dahin. Also ich will euch die Aktie nicht madig machen, überhaupt nicht. Die Goldgehalte selber sind wirklich sehr beeindruckend. Das sind mit Kirkland Lake und DGO Gold zwei finanzkräftige und renommierte Großaktionäre vorhanden, die selber Goldproduzenten sind. Aber bei sowas ist halt auch immer wichtig, dass ihr mal auf das Management schaut und die Entwicklung des Aktienkurses in der Vergangenheit. Und dieser Blick ist halt wenig schmeichelhaft, muss man sagen. Das aktuelle Management war schon 2003, 2004 dabei und hat über die Jahre eine beispiellose Talfahrt der Aktie miterlebt oder auch mitbegründet natürlich. Wobei, beispiellos stimmt wahrscheinlich so nicht. Es gibt ja im Explorer-Bereich viele andere Beispiele. Das ist eigentlich schon fast der Normalfall im Explorer-Bereich, dass Aktien so stark fallen. Trotzdem, De Quay ist ein krasses Beispiel. Schaut euch mal hier den Langfristchart an der Aktie. Jetzt mal ganz von diesem extremen Spike, den ihr hier seht, bis auf 12 australische Dollar abgesehen Anfang 2004. Selbst wenn wir einfach mal von Basiskursen von 2 australischen Dollars ausgehen, hat die Aktie jetzt über die letzten Jahre 90% an Wert verloren. Und da ist dieser 300% Anstieg zuletzt bereits mit einberechnet. Und nach einem kürzeren Zeitfenster in dem Chart hier seht ihr, dass bei Explorern oft die Fantasie mit den Anlegern durchgeht. Anfang 2014 gab es einen ähnlichen Spike wie heute. Und danach hat die Aktie sämtliche Gewinne wieder abgegeben. Fazit zu De Quay: Wenn euch die Aktie lockt, beobachten. Ich würde jetzt nicht kaufen, das wird höchstwahrscheinlich noch Jahre dauern, bis Gold produziert wird. Wartet eher, bis die Euphorie verflogen ist und nutzt die Zeit, euch intensiv mit dem Unternehmen zu beschäftigen und vor allem mit den Risiken, denn es gibt eben gute Gründe dafür, warum Indizes, in denen viele Rohstoffexplorer enthalten sind, zum Beispiel der TSX Venture Index in Kanada, langfristig den Gesamtmarkt dramatisch underperformed haben. Im Explorer-Bereich finde ich es prinzipiell schon sinnvoller, einfach auf Firmen zu setzen, wo der Produktionsstart entweder unmittelbar bevorsteht oder zumindest absehbar ist. Und zu dieser Kategorie gehört der dritte Wert heute dazu, nämlich Lithium Americas, ein Lithium Junior Explorer aus Vancouver, Kanada. Kriege ich ja prinzipiell fast schon eine leichte Gänsehaut, wenn ich nur Vancouver höre. Wegen den vielen Pennystock-Abzockern von dort, ihr wisst das, wenn ihr früher Videos geschaut habt, aber Lithium Americas, also abgekürzt LAC, LAC, ist auf jeden Fall echt. Also man entwickelt derzeit 2 große Lithium-Minenprojekte, eins in Argentinien, Cauchari-Olaroz,
und eins in den USA. Secure Pass nennt sich das. Und mit dem Aufbau der Mine ist man bereits weit fortgeschritten mit dem Aufbau der ersten Mine. Es gibt einen konkreten Zeitplan. Cauchari Olaroz wird voraussichtlich schon Anfang 2021, also in einem Jahr in Produktion gehen, und die Produktionsschätzungen wurden kürzlich noch erhöht. Und Secure Pass, die könnte sich zur zweitgrößten Lithiummine der Welt entwickeln, befindet sich zu 100% auch im Besitz von LAC. Und die Produktion dort wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 beginnen, also im übernächsten Jahr. Und das Spannende dabei halt, und was mir besonders gut gefällt, ist einfach, dass man mit Ganfeng einen absoluten Top-Partner aus China herangezogen hat, an Land gezogen hat mit einem tollen Track-Record. Und die haben vor kurzem sogar an diesem Cauchari Olaroz-Projekt die Mehrheit übernommen. Und LAC hat nur für 1%, das sie abgegeben haben im Projekt, das hatte 16 Millionen Dollar bekommen von Ganfeng, und die haben dann weitere 40 Millionen Dollar noch in LAC investiert. Und Ganfeng ist übrigens das Unternehmen, mit dem VW vor kurzem eine Partnerschaft abgeschlossen hat zu BMW zur Sicherung des zukünftigen Lithiumbedarfs. Und da sind wir schon wieder beim Thema, die Nachfrage nach Lithium wird in den kommenden Jahren durch die erhöhte Nachfrage für die Batterien, vor allem von Elektroautos, massiv anziehen. Und trotzdem befindet sich der Lithiumpreis im Moment noch nahe seines 52-Wochen-Tiefs. Und das dürfte, denke ich, auf keinen Fall so bleiben. Und höchst interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die Lage von Secure Pass, nämlich nur etwa 3 Fahrstunden von der Tesla Gigafactory in Nevada entfernt. Und Tesla will ja die Batterienproduktion in den nächsten Jahren weiter massiv steigern. Ihr seht, da ist wirklich eine richtig spannende Story dahinter, und da sind auch, oder ist ein konkreter Zeitplan vorhanden und wirklich auch Fantasie für die künftigen Jahre. Und der Chart der Aktie sieht auch interessant aus, habe ich euch hier mal rausgesucht. Der wichtige Widerstand bei 5 US-Dollar wird geknackt jetzt, und das bei sehr hohem Handelsvolumen. Und insofern wäre jetzt ein Einstieg für mutige Anleger beim Rücksetzen in den Bereich 5,50 bis 5 Dollar interessant, weil einfach diese 5-Dollar-Marke eine sehr wichtige Widerstandslinie bildet, die jetzt als Unterstützung fungiert. Genau, soviel mal zu meinen 3 Hotstocks von heute. Falls ihr Interesse an anderen Hotstocks habt, schreibt mir in den Kommentaren. Vielleicht kann ich was machen, vielleicht kann ich die auch mal besprechen in zukünftigen Videos. Falls euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne den Abonnieren-Button unten und tätigt das Glöckchen. Dann seid ihr auch am kommenden Mittwoch wieder mit dabei auf dem Aktienreport. Dann geht es um ein Strategiethema, und zwar um die beste Anlagestrategie der letzten 200 Jahre. Ihr seht, hier wird auch richtig langfristig gedacht. Soviel für heute, macht's gut, bis Mittwoch. Ich danke euch, ich bin Armin Prag. Ciao.